So, willkommen zurück zu Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir uns hier diesen Hügel hochgekämpft. Gegen diese anderen Überlebenden, die hier so eine Art Gemeinschaft bilden. Gemeinschaft des Bösen. Ich meine mal ganz ehrlich, wer würde... Nee, also... Guckt euch die mal an, ne? Wer würde... Nee, also... Nee. Also, kann man schon sagen, Gemeinschaft des Bösen. Genau, das scheinen ja andere Schiffbrüchige zu sein. Und naja, jetzt setzen wir einfach mal den Weg fort. Ist ja gar nicht so weiter. Ich schaff das. Ach du Sche... Das ist nicht ihr Ernst, oder? Ja, genau. Oh, shit! Also das... Wow. Das würde ich ja niemals machen, sowas. Ich würde, glaube ich, gar nicht auf die Idee kommen, wenn ich vor so einer Felswand stehe. Vor allem... Die müsste doch schon lange runterfallen. Guck mal, es regnet in Strömen. Der Fels muss nass sein, wie nochmal was. Dass sie da überhaupt Halt hat, ist mir schon... Reden. Oh, geschossen. Ganz leise. Erstmal ein bisschen rausschauen, was da so abgeht. Wer da geschossen hat und so. Bevor ich hier irgendwo. Oh. Was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Das Rudel ist irgendwo da oben. Mhm. Okay. Ja, dann müssen wir Roths Rucksack suchen. Klappt der einfach zusammen? Ich glaub's nicht. Ja, das sieht aber auch ziemlich fies aus. Der hat über sein Blut verloren, glaube ich. Was ist jetzt hier? Stabile Seitenlage und so? Nicht, dass der hier noch... Ich meine, war das nicht so, wenn die ohnmächtig sind? Ja, ich weiß es nicht mehr. Wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Wollen wir doch gleich mal verteilen. Wo stecke ich denn den rein? Da habe ich jetzt gerade echt keine Ahnung. Warte mal, Jäger. Da wollte ich doch... Was habe ich da? Sie sind... Okay.
Ach nee, ich habe das mit der Munitionskapazität geskillt, genau. Das kann ich noch alles nicht. Sind Sie konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um mit Ihrem Bogen zu zielen. Bringt mir das denn irgendwas, beziehungsweise was bringt mir das? Ich weiß es jetzt gerade nicht, was meinen die damit? Dann gehe ich einfach nochmal in Überleben rein. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu finden Tiere und Nahrungsquellen? Nee, das finde ich jetzt nicht so. Um zusätzliches Bergungsgut zu halten, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Zusätzliches Bergungsgut. Gut, das brauche ich jetzt glaube ich nicht. Da brauche ich wieder einen anderen Rang dafür. Puh. Ich glaube, ich mache einfach mal das hier. Oder das hier. Das haben Sie lange gut. Nee, lieber das hier. Das klingt gut. Dann kriegt man ein bisschen mehr Bergungsgut. Dann kann ich meine Waffen vielleicht schneller verbessern. Da kann ich eh nochmal schnell gucken. 424. Verursachen da noch mehr Schaden. Ach, der 250, das können wir eigentlich auch gleich machen. Nice, okay. Haben wir noch 174 übrig. So. Dann wollen wir uns hier doch nochmal schnell umgucken. Ist bestimmt auch noch einiges zu entdecken. Da muss der gute Roth halt noch kurz warten auf sein Verbandszeug. Ich will jetzt erstmal noch gucken, was hier so alles ist. Aha. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Da brauche ich Feuer. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Dann gucke ich mal, ob ich da rüber komme. Aber ich glaube, sobald ich die... sobald ich springe, steckt sie die Fackel wieder weg. Ah, okay. Natürlich, wenn ich so springe, nicht. Ja, nun. Hoi. Passiert jetzt irgendwas? Ha. Scheint nicht. Okay. Komme ich da denn auch rüber gesprungen? Ich teste einfach mal. Ja. Okay, das war wohl noch ein bisschen zu weit. Das dachte ich mir eigentlich schon fast, aber. Ja. Jetzt warte mal, jetzt müssen wir nur mal schnell gucken, ob es mir das gespeichert hat. Ja, hat. Okay, ja dann. Keine Ahnung. Dann muss ich. Da komme ich bestimmt später noch hoch, wenn ich zu diesen komischen Wölfen gehe. Wo waren die denn jetzt eigentlich überhaupt? Die Roth-Rucksack. So. Ich gehe jetzt hier nochmal schnell. Aber ich glaube, da ist soweit nichts. Oh, da ist er. Oder? Da blinkt's doch. Oder ist das? Ah, ein von 15 Geocaches. Okay. Kann es sein, dass ich mich hier noch länger aufhalte? Ich würde hier auch gern so eine Karte finden. Das wäre jetzt ziemlich... Oh. Kann ich auch was anzünden? Voll die Pyromane hier. Ganze Zeit am Rumzündeln. Guck mal. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist, aber... Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Das weiß ich nicht. Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Oh, was ist das denn? Silberner Flachmann.
Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer, er brauchte einen Drink. Okay, also die US Marines waren anscheinend auch hier. Nicht nur die Japaner. Und so wie das Ding aussieht, ist das auf jeden Fall aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier gibt's schon wieder so viel zu entdecken, verdammt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh. Waffenmodifizierung verfügbar. Verlassen Sie Waffen im Lager. Oh, okay. Oh, ich höre die Wölfe. Okay. Hier kann ich die Lampen nicht unterschießen. Okay, hier ist verschlossen. Oh, guck mal, was ist das denn? Nach 2 Wochen erhielt ich eine Audienz bei Ihrer Majestät, Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft. Ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre. Botschafter, erste Eindrücke, eine alte Schriftrolle. Es müssen die Erinnerungen des chinesischen Botschafters an seinen Besuch am Hofe der Sonnenkönigin sein. Okay, das scheint dann doch schon ein ziemlich altes Schriftstück zu sein. Und die Chinesen wohl hatten da wohl mal wieder ein bisschen mit Japan. So wie eigentlich das Öftere. Immer. Das ist ja nichts Neues. Ah, hier geht's dann. Achso. Warum zur Hölle bin ich da hochgesprungen? Ich werde einfach da. Boah, oh, guck mal. Komm ich denn hier nicht rein? Da ist was drin, oder? Aber irgendwie. Erleuchtung, neue Herausforderung. Abschließen für EP. Eine von 10 Statuen erleuchtet. Ach du Scheiße. Das Gebiet muss ja echt riesig sein. Und hier zieht's wie Hechtsuppe. Und hier soll ich den Rucksack von dem Typ finden. Ja, super. Okay. Dann suche ich einfach mal. Okay, das hier scheint eine Sackgasse zu sein. Ich hatte. Okay, dann muss ich wohl doch irgendwie hier hoch. Also, hier war ich schon drin, ne? Ist alles bekannt. So, ich versuche einfach so gut wie alles zu erkunden, aber ich befürchte, dass ich doch auch einiges übersehen werde. Oh, da hinten blinkt was. Ein Geocache sein. Nice.
in dem Stockwerk schon? Ja, ich glaube schon. Okay, da ist ein bisschen. Ah, da geht. Achso, das waren nur die Pfeile, die er gerade angezeigt hat. Oh, guck mal. Hier. Ein bisschen Bourbonsgut nehme ich gerne mit. Okay. Scheiße, dafür. Die Hütten fallen schon auseinander. Hilfe. Boah. Na, wenn man von so einem Stück Holz getroffen wird, dann ist da aber auch Schicht im Schacht. Na hier, so. Wow. Oh, da hinten blinkt auch was. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Ah, ich glaube, ich verstehe. So, Moment mal. Okay, das war jetzt nicht ganz so, wie ich gedacht habe, aber... Ja, da liegt auch was. Ja, aber... Irgendwas scheint mir hier noch zu fehlen, um in manche Bereiche reinzukommen. Oh. Eierwilderin, neue Herausforderung. Abschluss bei EP. Eins von fünf Eiern. Wow, wow. Hä? Ich komm hier nicht weg. Hallo? Was ist los? Wieso lässt die denn nicht los? Hallo? Okay. Will anscheinend nicht. Kann ich denn hier nirgend? Hallo? Hm. Will irgendwie nicht loslassen. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich... Ich bin auch nicht überlegt. Oh, what the f... Hallo? Ah, okay. So, okay, dann gucken wir doch mal da runter. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, weil die letzten zwei Folgen habe ich jetzt krass überzogen. Die eine fast 40, die andere dann 35 oder so. Das ist fast ein bisschen zu lang. Deswegen muss ich da jetzt mal ein bisschen auf die Zeit achten. Ja, das ist auch ziemlich schwierig, das hier richtig zu timen, wenn man da irgendwie so ein Gebiet durchmachen will. Aber das ist echt zu groß. Ich glaube, da sitze ich ja mindestens noch eine Stunde dran. Also, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst mir eine Bewertung da. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, ich freue mich über jedes Abo. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge von Tomb Raider. Bis dann, tschüss!